Ja, Mädels, ich war mal wieder shoppen, ne? Was soll ich sagen? Der Monatseinkauf stand wieder an und ich habe hier zwei volle Tüten, beziehungsweise eine ganz volle von Rossmann und eine ja, halbvolle von DM mit viel großem Zeug, sagen wir mal. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was ich alles so in mein Körbchen gepackt habe diesen Monat, dann bleibt dran. Hallöchen, Mädels. Ja, da bin ich wieder und schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Wie am Anfang schon angekündigt, heute ist wieder die M-Hall-Zeit oder beziehungsweise Rossmann auch eher, weil das meiste habe ich wirklich bei Rossmann gekauft. Ich hatte euch gestern Nachmittag bei Instagram gefragt, ob ihr Empfehlungen für mich habt, speziell für Rossmann oder auch für DM, je nachdem. Und ja, es kamen ganz, ganz viele liebe Zuschriften für Produkte, ja, die ich mir gerne mal anschauen kann. Und einige davon habe ich auch bekommen, wirklich. Andere, ja, waren irgendwie nicht verfügbar, keine Ahnung. Wenn man halt so einen Wald- und Wiesen-DM hat, ne, ja, dann ist es halt doof. Aber ich muss sagen, ich habe endlich eine große Make-up Revolution-Theke gefunden bei uns, bei Rossmann. Ja, ich freue mich. Dummerweise hatten sie meine Nuance von dem Concealer nicht da, ne, von Make-up Revolution. Aber das macht nichts. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo ich ihn bekommen kann, wenn er denn verfügbar ist. Und ja, das macht mich unheimlich froh, weil ich liebe diesen Concealer, wie gesagt. Aber ja, ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal einfach mit DM. Ich habe hier, ja, wie gesagt, eine Tasche. Nehme ich mir mal auf den Schoß, ganz einfach. Und hier ist auch, wie gesagt, jede Menge großes Zeug drin. Und zwar, ja, ich bin schwach geworden. Ich hatte euch ja in meinem letzten DM-Haul diese Boxen gezeigt, ne? Mit diesen schönen Motiven. Und ich liebe die nach wie vor. Keine Ahnung, ich kann mir nicht helfen. Und deswegen habe ich mir nochmal 3 Stück gekauft, weil, ja, die sind ja immer nur limitiert, diese Boxen, ne? Ja, und aus Angst, dass es die halt nicht mehr gibt, hat man jetzt natürlich halt nochmal 3 Stück auf Vorrat gekauft. Genauso wie bei diesen Taschentücherboxen, ja, mit diesem grauen Design, wo hier Spa draufsteht und hier so ein Herzchen ist. Passt super in mein Wohnzimmer, habe ich jetzt auch aktuell wieder unter meinem Couchtisch stehen und deswegen, ja, durften hier auch nochmal 2 von mit. Dann durfte mir 2-mal für meinen Schatz Rasierschaum von Balea Man und ich sehe gerade, die haben irgendwie die Verpackung geändert. Also hier steht auch noch drauf, neue Rezeptur, ob das mal gut geht. Da hat er ja das nicht so mit, ne, mit neuen Rezepturen. Er sagt immer, ja, man sollte Altes, was gut ist, sollte man so lassen. Bin ich auch der Meinung übrigens. Und ja, die Flasche ist auch irgendwie anders. Die war uns größer. Wir sind gespannt, wie der ist. Ich werde dann mal berichten. Beziehungsweise er wird mir berichten. Dann habe ich einmal mitgenommen Profissimo Fusselroller. Ja, diese Nachfüllpackungen, diese Rolle haben wir schon mit dem Stiel. Und jetzt habe ich hier einmal diese Nachfülldinger mitgenommen. Außerdem habe ich wieder nachgekauft für meine Kids das Schaumbad von Saubär in Brombeere. Das lieben die beiden, den Geruch lieben die. Und ich finde das auch sehr toll vom Duft her und von daher durfte das nochmal mit. Außerdem ein Nachkaufprodukt, ihr kennt das, ne? Mein Balea Duschöl für den Beauty Blender und für die Pinseln. Muss ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, habe ich, glaube ich, genug Leute mittlerweile mit angefixt. Und dann habe ich hier noch 3 Sachen und dann ist diese Tüte schon leer. Einmal habe ich hier Rasierklingen. Ich habe euch in dem letzten DM-Haul habe ich euch gesagt, dass ich mir von Balea einen Rasierer gekauft habe. Und ja, ich habe den jetzt ausprobiert und finde den gar nicht mehr so übel, muss ich sagen. Ich habe ihn übrigens ausprobiert, nicht mein Schatz. Und ja, von daher habe ich mir jetzt hier neue Klingen dafür gekauft. Weil, ja, da kann man echt ein bisschen was sparen, finde ich. Ich durfte eine Haarschneideschere mit. Und zwar keine normale, sondern eine Effilierschere. Ich habe in irgendeinem Video gesehen, dass es Leute gibt, die sich damit den Pony schneiden. Und ich habe ja so ein bisschen Pony. Und der nervt mich immer so ein bisschen. Entweder ist er zu fett, dass er vorne rüberhängt. Oder ja, er ist zu lang oder zu kurz, dass ich ihn nicht in den Pferdeschwanz reinkriege. Ich habe immer irgendwas zu meckern, wie ist das, ne? Von daher habe ich mir gedacht, ja gut, kaufst du dir mal so eine Effilierschere und probierst es dann mal mit. Genau. Und als letztes durfte noch ein dekoratives Produkt mit und zwar von L'Oreal die Bonjour Nudista BB Cream für den frische Kick Awakening Skin Tan. Das ist dieses Pendant zu den Highlighter Drops, die ich mir gekauft habe. Das habe ich gesehen in einer großen Tube und die haben das jetzt in einer Reisegröße gehabt. Ich habe das hier übrigens in der Farbe Light. Und ich dachte mir, ja, für ein paar Euro, ne, sonst kostet die, glaube ich, über 10 Euro diese Tube und jetzt hat sie, glaube ich, 3 Euro gekostet, glaube ich, in der Reisegröße. Und da dachte ich mir, ja, da kannst du die mal mitnehmen, mal ausprobieren. Wie gesagt, BB-Cream mag ich im Sommer sehr, sehr gerne. Und von daher, ja, werde ich testen. Ich habe natürlich an dem Tester, also habe ich probiert, ne? Ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, rosa-stichig. Aber ich denke mal, dass man das ja ganz gut ausgleichen kann, weil es ja halt BB-Cream ist, ne? Und die dann halt nicht so saumäßig deckt wie jetzt
Eine Foundation zum Beispiel. So Mädels, das war's vom DM und jetzt kommt Rossmann und die Tüte werde ich nicht auf den Schoß nehmen. Da werde ich jetzt einfach so reingreifen, auch wenn ich jetzt immer so ein bisschen, ne, in der Versenkung verschwinde. Aber ja, es tut mir leid, Mädels. Ja, wir fangen mal an, hier so ein paar schwere Sachen rauszunehmen. Und zwar habe ich hier mitgenommen den, finde ich, Klarspüler für die Spülmaschine. Ich liebe den, ne? Glaube ich, muss ich nicht mehr viel zu sagen, denke ich mal. Genauso, Nachkaufprodukt ist hier der Spiritus Lars Reiniger von Frosch. Diesmal in der Flasche, weil mir ist aufgefallen, bei uns beim Rossmann, beziehungsweise wo ich jetzt war, beim Rossmann hatten die den nicht in der Nachfüllpackung, also in dieser Tüte, sagen wir mal so, sondern nur, ja, ein Liter ist das, glaube ich, hier, ne? Ja, ein Liter in dieser Flasche. Gut, finde ich jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt, weil, ja, das ist wieder so viel Müll. Ich finde das mit den Plastiktüten immer besser. Kann man gut zusammenfalten und so, ne? Ihr versteht, aber, ja gut, wie gesagt, wir hatten keinen anderen und bevor ich halt gar keinen mitgenommen habe, habe ich mir halt die Flasche mitgenommen. Da komme ich dann auch erstmal wieder eine Weile mit raus. Dann habe ich was Neues ausprobiert, oder beziehungsweise möchte ich etwas Neues ausprobieren. Ihr wisst ja, dass ich so ein bisschen Knit mit meiner Spülmaschine habe. Ne? Ich hatte euch ja die Finish Tops gezeigt, die saumäßig teuer sind. Und ja, Leute, ich muss zugeben, sie sind geil. Müssen wir nicht drüber reden. Ne? Die machen natürlich besser sauber. Aber bei der Menge, die ich an Spül habe, oder die wir an Geschirr haben, einfach, um in die Spülmaschine zu geben, ist mir das einfach zu teuer, bin ich ganz, ganz ehrlich. Ich zahle keine 8 Euro für 60 Tabs oder so. Und von daher habe ich mir gedacht, da muss es doch mal irgendwas anderes geben. Und habe dann mal bei Domol geschaut, bei der Eigenmarke von Rossmann, und bin hier auch fündig geworden. Und zwar haben die hier Geschirrreiniger-Tabs Pink Grapefruit sogar, also mit Duft. Finde ich immer ganz gut. In wasserlöslicher Folie auch, also da müsst ihr auch die Folie nicht abmachen, ne? Mit Reiniger. Ja, 40 Stück sind hier drin und die haben, glaube ich, gekostet 2,99 Euro. Ich werde die ausprobieren. Und euch dann wissen lassen, spätestens in meinem nächsten aufgebraucht, wie ich die finde. Es sei denn, ich finde die so geil, dass ich euch sage, Leute, ihr müsst euch die unbedingt kaufen. Dann erfahrt ihr es, wie gesagt, bei Instagram. Oder ich sage euch, nee, Leute, lasst die Finger davon, dann erfahrt ihr das auch bei Instagram. Ja, wie wir es auch drehen und wenden, ihr erfahrt es bei Instagram. Wissen wir jetzt, ne? Aber ja. Dann habe ich mir noch was Neues zum Ausprobieren mitgenommen. Und das habe ich auch schon öfters bei euch gesehen. Ich weiß es allerdings wieder nicht bei wem. Tut mir leid, erschlagt mich nicht. Und zwar ist es, ja, wie soll es auch noch sein, Frosch, ne? Meine große neu entdeckte Liebe, seitdem ich YouTube mache, Froschprodukte. Wie bei so vielen, glaube ich. Und zwar die Aloe Vera Spüllotion. Da wurde gesagt, dass diese sehr sanft zu den Händen ist. Und ja, Aloe Vera, ihr wisst das, ne? Da habe ich sowieso eine kleine Macke. Müssen wir nicht drüber reden, glaube ich. Und von daher, ja, habe ich mir gedacht, ich probiere das mal aus. Ja, riecht ganz angenehm. Also sauber, frisch, aber dezent. Ich bin gespannt, wie das mein Geschirr auch sauber bekommt. Ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. Und werde euch auch das wissen lassen. Ja, Mädels, wer mich kennt, ne, oder schon länger kennt, der weiß, kein Haul mit Vanessa ohne Tee. Ne? Keine Frage. Und zwar hier wieder die beiden üblichen Verdächtigen. Einmal die spanische Orange und einmal der mediterrane Pfirsich. Unsere ja, absoluten Tops im Sommer und Empfehlungen, um sie kalt zu trinken. Dann habe ich hier noch ein Haushaltsprodukt gefunden. Und zwar auch wieder ein Nachkaufkandidat von Finish, das Spezialsalz. Ne? Ich nehme die immer beide, den Klarspüler und das Salz. Kommt super mit zurecht. Und meine Spülmaschine liebt das auch. Dann mal etwas, ja, was weder Beauty ist, noch Haushalt, noch sonst irgendwas. Das habe ich mir mitgenommen, einen Bilderrahmen. Der hat jetzt gekostet 1,99 in so einem Altgold. Fand ich ganz schön, weil, ja, ich habe ein schönes Bild von meinen Kindern, wo sie noch ein bisschen jünger sind. Und das möchte ich mir gerne einrahmen. Und der Rahmen, der hat dieses Ding hier ist kaputt. Und das fällt mir immer um. Und dann liege ich abends im Bett und dann platsch geht das Ding runter. Und dann erschrecke ich mich total. Und von daher habe ich mir gedacht, gut, kaufst du dir mal einen neuen, ne? Für 1,99 geht das ja auch. Dann habe ich meinen Kids schon mal was mitgenommen für die Schule. Ja, das neue Schuljahr beginnt ja bald wieder, ne? Beziehungsweise es kommen ja erstmal die Ferien. Und dann beginnt das neue Schuljahr. Und ja, da gab es dann wieder Hausaufgabenhefte. Das sind ihre Liebsten, muss ich sagen. Wir hatten sie letztes Jahr schon. Und zwar ist das von Heft mit Ä. Um 2F, ja, wahrscheinlich extra so. Das Aufgabenheft steht dabei und ja, hier ist, die sind halt so unterteilt, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, die sind auch nicht ganz günstig, muss ich sagen. Ich glaube, 3,99 Euro kostet so eins. Finde ich für ein Hausaufgabenheft schon, boah, hab ich.
Aber ja, hier sind noch so Aufkleber drin, wo sie halt was reinkleben können und Stundenpläne können sie reinschreiben und hier noch Notizen und so weiter. Ne? Alles, was halt so ein ja, Hausaufgabenheft braucht einfach. Ich denke mal eher, dass sie das ja hauptsächlich vom Design her mögen, ne? Weil da sind halt immer so Skater-Motive oder Graffiti oder sonst irgendwas drauf. So, und jetzt kann ich mir die Tüte auf den Schoß nehmen, weil jetzt ist sie nicht mehr so schwer. Und dann kann ich halt so reingreifen. Und zwar habe ich mitgenommen einmal Wattepads. Das sind die von Baby Dream, also in der Babyabteilung habe ich die gekauft. 60 Stück und die wurden mir irgendwann mal empfohlen, ich glaube long, long time ago. Und ich habe immer vergessen, sie zu kaufen irgendwie. Und jetzt habe ich dran gedacht, komischerweise. Und das sind also größere. Aber mir wurde gesagt, zerschneid die und dann hast du genau das gleiche wie die normalen Wattepads. Die sind günstiger und die sind besser und so weiter und so fort. Und ja, das werde ich ausprobieren, ob das denn so ist. Ja, dann habe ich hier als nächstes wieder ein Nachkaufprodukt. Ne? Die kennt ihr auch mittlerweile, Listerine Advanced White Mundspülung. Kaufe ich schon seit, keine Ahnung, gefühlt einer halben Ewigkeit. Genauso nachgekauft habe ich mir hier meine Calami Garnier Haarfarbe in der 10.1 sehr helles Aschblond. Ich habe noch eine da und ich habe mir jetzt aber noch eine gekauft, weil ich möchte mal zwei verwenden, um meine Haare mal komplett einmal zu färben. Ich weiß, es ist ein Abenteuer, Mädels, aber dieses Fleckige überall stört mich so ein bisschen, bin ich ganz, ganz ehrlich. Ich wurde zwar bisher noch nicht drauf angesprochen, oh Gott, was ist so ein Fleckenteppich, aber mich stört das, weil ich das persönlich sehe, gerade hier so halt hinten und ich glaube einfach, dass eine Packung für meine Dicke der Haare viel zu wenig ist und ich mache das ja auch immer nur vom Ansatz an, dementsprechend erwischt man da vielleicht nicht alles, ne? Gerade wenn man es selber macht, das weiß man ja nie und von daher habe ich mir gedacht, nimmst du dir zur Sicherheit mal noch eine Packung mit und dann klatscht du dir da zwei drauf und machst dir mal die kompletten Haare, mal schauen wie das aussieht, ne? Ebenfalls für die Haare, und das habe ich zum Ausprobieren mitgenommen, ist von Isana Professional der Superaufheller Strähnchen. Ich mache mir selber die Strähnen rein, ne? Auch jetzt sind wieder Strähnen drin und ich hatte jetzt zuletzt eine vom DM, von Balea, glaube ich. Mit der war ich nicht so zufrieden, was die Farbe anging. Die war sehr orange und doch sehr dunkel und diesmal habe ich hier so eine hellere genommen. Das ist halt so stärkste Strähnchenaufhellung um 6 bis 8 Nuancen. Die andere hatte nur 3 bis 5, glaube ich. Und dementsprechend habe ich mir jetzt mal eine Stufe höher mitgenommen. Ja, sah hier auf den Bildern auch ganz vielversprechend aus, wobei ich dazu sagen muss, ne? Ich gebe darauf nichts, aber ich bin gespannt, weil meine L'Oreal-Präferenz mit dieser Bürste, was ich sonst mal gekauft habe, das gibt es nicht mehr. Ja, ich weiß nicht, warum Leute das immer machen. Warum Leute immer die Produkte rausnehmen, die ich geil finde. Ich könnte schreien, echt Mädels. Aber ja, es hilft ja nichts, ne? Deswegen probieren wir uns jetzt mal durch die Strähnchen Farben. Und am Ende sage ich euch dann, welche die beste war. Die hat übrigens, ich glaube, 2,49 € oder 2,79 € gekostet, glaube ich, genau. War auch nicht teuer. Ich bin gespannt, wie die ist. Ja. Mehr gibt es dann in meinem Aufbruch. Dann habe ich nachgekauft für meinen Schatz wieder seinen Taft Ultra von Schwarzkopf, den Schaumfestiger, ne, mit 4, diesem blauen hier, in der stärksten Stufe ist der, glaube ich. Den nimmt er immer, um seine Haarpracht zu bändigen. Außerdem nachgekauft habe ich hier zwei Kontaktlinsenbehälter, ja. Die hatte ich mir vor zwei Monaten war ich gar nicht mal was machen. Stimmt. Hatte ich mir die gekauft, weil ich bei DM welche vergessen hatte. Und ich habe den jetzt ausprobiert und dachte so, boah, ist der geil. Also, wenn man das von dem Kontaktlinsenbehälter behaupten kann, einfach, ne? Aber ich fand den schon gut, muss ich sagen, weil ich mag das immer, wenn, ich mache das mal auf, wenn hier diese Behälter in so eine glatte Fläche haben, weil ich mir immer einbilde, in diesen Rillen, was wahrscheinlich auch so sein wird, ne? Man sieht es ja, bildet sich dann Schmutz mit der Zeit und das ist ekelhaft und gerade bei, ja, ich sag mal, Zeug, was ich mir in die Augen stecke, ne? Tagtäglich. Da möchte ich doch ein bisschen Hygiene haben, sagen wir mal so. Und von daher habe ich wieder zu denen gegriffen. Und weil ich halt nicht so oft zu Rossmann komme, habe ich mir direkt zwei Stück mitgenommen. Zumal die jetzt auch nicht so teuer sind. Ich glaube, die kosten irgendwie 2 € irgendwas. Finde ich vollkommen in Ordnung dafür, dass man die Dinger halt regelmäßig austauscht. Genau, das war die Story dazu. Und jetzt geht's weiter mit, mal schauen, ich glaube, jetzt habe ich nur noch Produkte, die habe ich neu, genau. Ja, ja, beziehungsweise ein Produkt habe ich noch, das habe ich nachgekauft, ich hatte das schon mal. Und zwar Patex Kleben statt Bohren, wieder ablösbare Strips für Bilder und Karten, ihr wisst das, ne? Ich habe so eine Kartenkrankheit.
ich sammle solche Sprüchekarten und klebe mich die überall hin und die kann man halt wieder ablösen, wenn man halt keinen Bock mehr drauf hat. Ne? Dann muss man die einfach ab und fertig. Und ich habe auch mein Beauty Light übrigens damit an meiner Fototapete befestigt. Da wurde ich mich auch schon öfters nachgefragt, wie hast du das da reingekriegt? Und das habe ich hier mit diesen Teilen gemacht. Ich habe aber dadurch, dass ich ein bisschen umgestellt habe im Schlafzimmer, passt das mit dem Licht nicht mehr beim Schminken. Das habe ich gemerkt, der Spiegel ist einfach zu groß und dann bringt mir das Licht nichts, wenn der Spiegel davor steht. Ne? Ihr versteht. Auf jeden Fall kann ich die halt nicht mehr benutzen, weil die schon zu lange da dran waren. Man kann sie halt doch nicht so wieder gut ablösen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, ich möchte das jetzt auch nicht mehr umräumen. Ne? Ich räume jetzt nicht jede Woche mein Zimmer um hier, mein Schlafzimmer. Und von daher bleibt das jetzt da dran. Und deswegen habe ich mir hier eine Toilette mitgenommen, um ja, mein Beauty Light zu befestigen. Und auch um meine Kamera wieder, meine Vlog-Kamera wieder zu aktivieren. Nein, Mädels, ich werde nicht vloggen. Beziehungsweise doch, ich werde es tun. Aber aus einem besonderen Anlass, sagen wir mal so, weil... Ja, ich hatte euch ja in dem letzten Haul oder in dem vorletzten gesagt, dass wir eingeladen sind, ja. Ja, und da das was Besonderes ist einfach für mich oder für uns, möchte ich da gerne meine Kamera mitnehmen und ja, meine Vlog-Sperre somit einmalig aufheben, wenn man es so sagen kann. Und ja, da ich dann auch unterwegs filmen möchte, ne, also im Auto mit euch quatsche oder so, und ich fand das immer ganz praktisch, die Kamera so, ne, aufs Armaturenbrett zu pinnen damit. Von daher habe ich mir die auch gekauft. Wie gesagt, vielseitig verwendbar, die Dinger. Ich finde sie auch nicht schlecht. Aber ja, so mehr als zweimal sollte man die nicht ablösen. Ne? Dann funktionieren die nicht mehr. Aber das ist bei den Tesa-Dingern auch. Von daher tun die sich da beide nichts. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und jetzt kommen halt die Sachen, die ich teilweise auf eure Empfehlung hin bei Instagram gekauft habe. Und auch teilweise habe ich es auch in Videos gesehen und dachte mir so, kannst du auch mal ausprobieren. Und ja, das zeige ich euch jetzt. Und zwar fange ich mal mit zwei Dingen an, beziehungsweise mit einer Sache. Die wurde mir unter einem Video empfohlen. Und zwar unter diesem, ich glaube, das war auch ein DM-Haul, wo ich gesagt habe, ich habe, nee, das war kein DM-Haul, stimmt gar nicht. Oder? Ist auch egal. Auf jeden Fall wurde mir das empfohlen. Sie arbeitet auch in der Pflege, hat sie mir geschrieben. Und sie sagte, probier doch mal die Rossmann Kamille Handcreme aus. Ich hoffe, das ist die. Sie hat nicht drauf geschrieben, ob das jetzt Isana ist, aber wenn sie sagt Rossmann, gehe ich mal davon aus, sie meint die Eigenmarke. Dementsprechend habe ich mir halt die mitgenommen, weil da auch drauf steht für trockene Hand, Haut, ja, auch wahrscheinlich Hände. Aber mit Kamillenextrakt und Panthenol. Und Panthenol kennt man ja so aus der Medizin, ne? Ja, diese Salben, diese Mundcremes, und die sind auch ganz gut. Und von daher bin ich mal gespannt. Ich habe mir direkt die große Tube mitgenommen, weil die war auch im Angebot. Wie praktisch. Ich glaube, die hat 50 Cent gekostet oder so. Und ich würde sagen, wir probieren das live mal aus. Erstmal der Geruchstest, ne? Ja, Kamille halt, ne? Kann man benutzen. Sehr flüssig, aber man merkt doch, dass da was rüberkommt an Pflege. Also das auf jeden Fall. Ist halt schon so ein gewisser Öleinanteil drin, würde ich mal sagen. Und ja, riecht ganz gut, muss ich sagen. Also so Kamille ist ja eigentlich nicht so meins, ne? Aber der Geruch geht. Ist nicht zu prägnant. Penetrant. So, genau. Weiter geht's mit einer nächsten Handcreme und die habe ich mir mitgenommen. Wie gesagt, ich wusste nicht, meinst du jetzt die von Isana oder meinst du von einer anderen Marke? Und da habe ich halt in diesem Reisegrößen-Ding habe ich halt die gesehen. Von Camille ist die, ich kenne die Marke gar nicht, Hand- und Nagelcreme Balsam. Und die ist auch mit Bio-Kamille, Aloe Vera und Avocadoöl. Und ihr wisst, ne, ja, intensive Feuchtigkeitspflege für trockene Haut. Und ihr wisst, wenn ich da irgendwo Aloe Vera drauf sehe, dann raste ich aus, dann setzt mein Verstand aus einfach. Und das war halt bei der auch so. Und ich brauche halt immer auch eine, bin ich ganz ehrlich, um mir die in die Kasaktasche zu stecken. Und da sind mir diese hier einfach zu groß. Ne? Die nehmen mir den ganzen Platz weg, deswegen kaufe ich mir immer gerne solche Reisetuben hier. Und da kam mir die ganz recht. Auch die probieren wir mal aus. Ist jetzt zwar sinnfrei, ne, sich die auf die andere zu klatschen, aber was soll's. Wir machen das jetzt einfach mal. Auch die, ja, ist vom Geruch her so ein bisschen anders. So in die Naturkosmetik-Schiene wirklich, steht auch vegan drauf. Ihr wisst das, ne, dass ich da immer so ein bisschen so ein Spielen habe. Aber von der Pflege her, wenn ich jetzt mal die andere abziehe darunter, geht das auch. Also ich bin gespannt, wie die beiden sind und werde euch dann auch berichten. Genau. So, dann haben wir ein Produkt, ja, das habe ich auch geil bei ganz, ganz vielen von euch gesehen, und zwar von Isana, das Wasserspray mit Melonen- und Litchi-Duft. Erfrischt Gesicht und Körper, und hier steht auch drauf, auch zur Make-up-Fixierung geeignet. In so einer schönen rosa Pulle. Wie gesagt, ich weiß im Moment nicht, bei wem ich es gesehen habe.
Aber ich habe ja immer die Balea Wassersprays, ne? Also von Balea, von der DM-Eigenmarke, und da schwöre ich ja drauf, ihr wisst das. Und ich dachte mir, jo, probierst du mal Isana aus, hat sie noch nie. Und deswegen habe ich mir mal die mitgenommen. Wir testen die mal aus. Ja, es ist natürlich total dämlich, Vanessa, mit eingeklemmten Händen. Ah, so eine Flasche zu bedienen, ne? Ja, wir probieren die mal aus. Ah, der Sprühnebel ist fein, aber man sieht ihn schon und das stört mich so ein bisschen. Also zur Make-up-Fixierung ist das, glaube ich, nichts für mich. Da muss ich das aber mal ausprobieren. Und vom Duft her, ja, ich würde schon sagen, als Erfrischungsspray gut, aber zur Make-up-Fixierung ist mir auch der Geruch irgendwie zu streng. Aber ich werde das austesten und dann werde ich euch das auch ein bisschen lassen. Dann habe ich hier ein Produkt, das habe ich bei keinem eigentlich von euch gesehen und das hat mir auch keiner empfohlen. Das habe ich einfach so mitgenommen, weil ich die beiden mal gegenüberstellen möchte. Und zwar ist das von Isana das Shampoo Anti-Schuppen, Wasserminze und Aventuri, was auch immer das ist. Anti-Pflegeformel ohne Silikone für trockene und schuppige Haut. Wie gesagt, ich möchte die so ein bisschen betteln. Diese beiden, also einmal Balea, das Anti-Schuppen-Shampoo, das mag ich ja wirklich sehr gerne. Und ich möchte die mal testen gegeneinander. Ob das ja genauso gut ist. Also vom Duft her muss ich sagen, finde ich die ganze Sache schon mal ja, sehr vielversprechend, sehr frisch und minzig. Von daher, ja, ich bin gespannt. Mal gucken, vielleicht mache ich dazu auch mal, obwohl ein extra Video. Ich könnte hier mal von der DM-Eigenmarke, ne? Aber ich glaube, sowas gibt es auch schon. Aber ja, könnte ich ja mal tun. Könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr da Bock drauf habt, generell. Dann mache ich das mal. Dann lege ich mir mal solche. Ja, genauso wie hier. Ne? Da habe ich ja auch einmal von Balea das und das jetzt von Isana. Und dann stelle ich Balea und Isana mal gegenüber. Falls ihr da Bock drauf habt, wie gesagt, unten in die Kommentare. Ja. So. Ich muss das hier alles unten hinstellen, deswegen mache ich hier diese Verlinkung. Ne? Dann habe ich hier ein Produkt Procudent. Und nein, ich trage noch keine unechten Zähne, weil das sind nämlich Gebissreiniger-Tabs. Ja, falls ihr euch damit auskennen solltet, weiß ich ja nicht. Auf jeden Fall habe ich die gesehen. Wo habe ich die gesehen? Habe ich die bei Fräulein Jasmin gesehen? Oder war das in dem Livestream? Ich bin mir dieser Mädels, tut mir leid, echt. Ich komme langsam durcheinander wirklich bei den ganzen Empfehlungen. Auf jeden Fall hatte irgendeiner gesagt, dass er damit die Toilette reinigt und auch Schmuck. Und da dachte ich mir, probierst du das mal aus. Nicht nur für die Toilette, sondern auch für den Schmuck. Weil ich habe so ein paar Schmuckstücke, die sind so ein bisschen angelaufen. Und das soll man damit wohl wieder hinkriegen. Ist echtes Silber, aber das ist irgendwie ja, verdreckt oder so über die Jahre, auch genau wie der Ring. Ne? Der hat dann auch schon, ist halt in die Jahre gekommen. Und den werde ich dann mal da reinschmeißen und mal gucken, wie das funktioniert. Mit Aktivsauerstoff für Voll- und Teilprodukte geeignet. Boah, sind halt solche Tabletten, ne? Die riechen irgendwie streng. Ja, mal schauen. Mal schauen, wie das ist. Wie gesagt, ich habe das irgendwo in einem Haushaltsvideo, glaube ich, gesehen. Ich meine ja. Falls du das sehen solltest, wo ich es gesehen haben könnte, dann kannst du mir ja mal hinunterschreiben, dass du das warst. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Ja, meine Gedankengänge sind manchmal ein bisschen abstrus. So, als nächstes habe ich hier eine Maske. Ja, kein Haul ohne Masken, ne, wisst ihr auch, aber diesmal war ich echt brav, weil ich habe noch ganz, ganz viele. Ich habe von der lieben Stöpsel, von Michelle, habe ich so viele zugeschickt bekommen von Micha. Die sind übrigens klasse, die Masken, die liebe ich über alles. Dann habe ich mir selber welche gekauft, dann habe ich welche gewonnen bei Victoria Blush. Ja, von daher habe ich mehr wie genug Masken und deswegen habe ich mir gedacht, gut, eine nimmst du dir mit, eine muss sein. Und zwar von Neutrogena die Hydro Boost für intensive Feuchtigkeit in diesem Pöttchen hier. Ich denke mal, da wird man auch für mehrere Male was von haben, weil ich bin, was Masken angeht, eigentlich immer sparsam. Zumindest diese Crememasken. Ich mache das jetzt auch nicht auf, weil sonst ja, trocknet das aus. Ist auf jeden Fall eine Crememaske für intensive Feuchtigkeit mit Hyaluronsäure. Da gibt es ja auch diese Tuchmaske von. Da bin ich aber ehrlich gesagt so ein bisschen skeptisch, weil, Mädels, ich kann mir nicht helfen, aber jedes Mal, wenn er sagt, oh, das ist total toll, das Produkt, und ich schon dieses Werbeversprechen alleine, ja. Eine Maske soll genauso gut sein wie 30 Tage oder 30 Serum-Anwendungen. Ja, nee, ist klar. Ich mag Neutrogena echt, aber im Ernst, auch wenn das jetzt hier falsch rüberkommt, aber wollt ihr uns verarschen? Also, ich meine, es gibt einige, die haben das getestet, die sagen, die ist total toll. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass eine Maske, die ich 15 Minuten oder was auf meinem Gesicht lasse, was auch nur eine Tuchmaske ist, ja, Tuchmasken gehen ja sowieso. Ich mag Tuchmasken, weil sie halt einfach und schnell sind, ja. Aber die spenden halt nicht so viel Feuchtigkeit, als wenn ihr euch da eine Creme oder sowas drauf tut, weil halt, weil das in dem Tuch ist, einfach, ja. Dass die dann schreiben, das soll für 30 Anwendungen halten. Kann ich ehrlich gesagt nicht glauben, wie gesagt. Deswegen ja, habe ich nicht zu dieser Tuchmaske gegriffen, sondern zu dieser normalen.
Für abends dann halt, weil ich habe schon mal eine von Balea gehabt, die, das war so eine limitierte Edition, die war für abends mit Rose und die fand ich richtig geil. Und ja, ich bin gespannt, wie ich die finden werde. War auch nicht günstig, ich glaube 2 Euro irgendwas hat gekostet. Genauso nicht günstig war das nächste Produkt und zwar von Nivea. Ja, ihr wisst, ne, ich bin ein sehr großer Nivea-Liebhaber. Ich liebe diese Marke einfach und den Duft vor allen Dingen. Ja, und da gibt es jetzt was Neues von Nivea und zwar ein Micellenwasser. Ja, das ist jetzt nichts Neues an sich, ne? Gibt es jetzt schon öfters von ganz, ganz vielen Marken. Aber das ist halt ein schwarzes, nehme ich mal an. Also, obwohl die Flasche ist eigentlich nur schwarz, oder? Ich weiß es gar nicht, Leute. Auf jeden Fall... Ich habe nicht gesehen, also das ist so der erste Kritikpunkt, den ich habe an dieser Flasche, dass das hier so einen Verschluss hat, weil ich glaube, der saut ordentlich rum. Ich hätte mir lieber, ja, keine Ahnung, was zum Pumpen gewünscht oder so. Finde ich persönlich einfach praktischer, bin ich ganz, ganz ehrlich. Aber naja, man kann den alles haben, ne? Auf jeden Fall ist das wasserfest. Ja, Expert, das ist neu. Das ging auch mal eine Zeit lang durch die Werbung und ich wollte das immer wieder kaufen und habe es aber nie gesehen. Und jetzt hatten wir das bei Rossmann. Ich habe das zur Stufe mal entdeckt in der App. Ich habe ja diese Rossmann-App. Und da gab es auch, glaube ich, 1,50 Euro oder so Rabatt auf dieses Produkt. Und dann dachte ich mir, na, probier's das mal aus. Ist übrigens mit schwarzem Tee-Extrakt. Ja, schwarzer Tee ist ja eigentlich gar nicht mehr so schlecht fürs Gesicht und so, ne? Und entfernt, wie gesagt, wasserfestes Make-up und Mascara. Sieht an wie ein Magnet, ja. Schützt die sensiblen Wimpern. War mir auch ganz wichtig, bin ich ganz ehrlich, weil meine Wimpern sind sehr, ja, sind manchmal Mimis, bin ich ganz ehrlich. Ich versuche sie im Moment wieder so ein bisschen, ja, zu verwöhnen mit Rizinusöl, weil ich habe ja eine ganze Zeit lang Vaseline benutzt, habe ich euch gesagt, und das funktioniert aber jetzt irgendwie nicht mehr so. Ich weiß auch nicht warum, keine Ahnung. Vielleicht haben sie sich dran gewöhnt, kann natürlich sein. Deswegen probiere ich es jetzt mal mit Rizinusöl und ich muss sagen, das klappt ganz gut. Sie sind also wieder schön lang und werden auch langsam wieder voller und ich will nicht, dass sie mir wieder reihenweise ausfallen. Was mir in letzter Zeit ehrlich gesagt bei dem Isana Augen-Make-up-Entferner passiert ist. Bei dem alten ist mir das nie passiert und bei dem neuen irgendwie schon. Ja, wahrscheinlich ist der doch ein bisschen anders. Und es stimmt, was viele hier sagen, weil ich war bis jetzt immer ein Verfechter der Meinung, der hätte sich nicht geändert von der Formulierung, sondern nur die Verpackung hätte sich geändert. Aber ganz, ganz viele sagen hier, nee, der ist schlechter geworden. Und ja, die Tatsache, dass er meine Wimpern halt so ein bisschen, ne, tschüss, sayonara sagt, finde ich halt nicht so schön. Und deswegen habe ich mir gedacht, schreibst du mal um, nimmst dir mal das mit. Ja, sind 400 Milliliter sind hier drin. Ich denke mal, da kommt man auch gut schon eine Zeit lang mit aus. Genau, werde ich ausprobieren auf jeden Fall, Mädels, und dann werde ich euch das wissen lassen, wie ich den finde. So, jetzt habe ich 3 Minuten über ein Produkt geredet, jetzt müssen wir uns sputen. Ich nehme mal hier die letzten Teile raus. Und zwar habe ich hier einmal ein bisschen Haarschmuck. Ja, das ist keine Empfehlung von euch und ihr seht das auch vielleicht, das ist aus der Rossmann For Your Beauty Kinderabteilung, ne? Das sind solche Sternchen. Ich habe hier zweimal die und einmal hier solche, ja, Spangen mit... Blumen eigentlich, aber man könnte es auch, wenn man kreativ ist, könnte man auch sagen, es sind Sterne. Hat den Hintergrund, dass ich quasi, ja, getaggt worden bin, beziehungsweise nicht getaggt, ich habe mich eingeschlichen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gesagt, oh, ich hatte da auch Bock drauf und dann kam direkt, ja, mach das gerne. Und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Und zwar hat die liebe Molly von Molly's Unicorn und Elfie Loves haben ein Disney Princess Make-up Challenge, haben sie ins Leben gerufen sozusagen und da schminken sie halt Looks nach oder haben sie jeweils einen Look nachgeschminkt von einer Disney-Prinzessin. Elfie hat zum Beispiel Ariel genommen, was sehr gut aussah und Molly hat Schneewittchen genommen. Und bei mir, ich hatte ja die Umfrage gemacht bei Instagram, ne, wollten alle, dass ich Elsa nachmache, also die Eiskönigin von Frozen. Und ja, ich habe ja heute hier auch so einen Zopf, ne? Ich versuche mich gerade daran irgendwie und im Moment, ja, ist noch nicht so lang, ne, wie Elsa ihn hat und meine Haare sind auch dunkler. Aber gut, man kann den alles haben. Aber ich wollte ein bisschen Haarschmuck da drin haben, das ist eigentlich der Hintergrund, weil auf einem Bild, was ich mir ausgesucht habe mit dem Make-up von ihr, hat sie so Sterne hier im Haar und das möchte ich mit diesen Teilen hier simulieren. Ich muss mal gucken, ob ich die mische oder ob ich nur die nehme oder nur die, mal schauen. Ich habe mir auf jeden Fall mal beide mitgenommen und hiervon zwei, ja, wenn schon, ne? Man weiß ja nie. Und werde dann mal versuchen, euch einen Elsa-Look zu schminken. Aber wie gesagt, das wird noch dauern. Auch wenn ihr dieses Video erst später seht, ich glaube, dann habe ich das noch nicht mal mehr abgedreht. Weil ich brauche da noch ein bisschen was zu. Und ja, ich muss für sowas auch Ruhe haben, ehrlich gesagt. Ne? Weil es soll ja auch schön werden. Genau, ja. Das dazu mit den Klammern hier, wofür ich die brauche. Nicht, dass ihr euch wundert. Und dann habe ich hier noch 2 dekorative Produkte. Und zwar einmal ein
Aqua Glow Primer, Perfect Illuminating Hydrating, Anti-Wrinkles, Anti-Pollution, Anti-Oxidation, meine Fresse. Perfectitude, ja, Primer. Und ich will jetzt nicht hoffen, dass ich die falsche Verpackung getroffen habe, weil ich wollte eigentlich das Fixing Spray haben. Ich glaube, ich mache das mal auf, ne? Nicht, wenn ich jetzt den falschen genommen habe, dann schreie ich echt. Ich wollte nämlich das Fixing. Ja, ich habe das falsche gegriffen. Och nee, ne Leute, wieso habt ihr das denn falsch einsortiert? Ja nee, den bringe ich zurück, glaube ich. Das ist so ein Scheiß, ne? Das ärgert mich jetzt. Ich wollte nämlich das Fixing Spray haben von Glow. Das habe ich nämlich auch schon von Glow. Von Love. Das habe ich nämlich auch schon so oft gesehen bei euch. Und ich wollte das unbedingt ausprobieren. Ach scheiße, warum habe ich da nicht drauf geachtet? Das ärgert mich jetzt. Naja, gut. Ich werde das jetzt auch nicht testen. Mal schauen, ich werde den glaube ich zurückbringen und werde mir dann das Fixing Spray kaufen. Weil das bringt es ja nicht. Zweimal habe ich mehr wie genug. Ja, weil ich brauche das Fixing Spray. Kacke, wie kann man nur so doof sein? Naja, gut. Vergessen wir das, ich lege den jetzt weg. Und machen wir weiter mit einem Produkt, was stimmt. Und zwar habe ich hier empfohlen bekommen von Essence Get Big Lashes Volume Boost Waterproof Mascara. Ich habe mir das Bürstchen noch nicht angeguckt, weil ja, man kann sich das ja nicht angucken. Es gibt da keine Tester, ne? Das fragt mich immer wieder, warum gibt es für Mascara keine Tester? Ich meine, ich würde mir das Zeug nicht an die Wimpern schmieren in der Rubrik, aber ernsthaft, ich würde mir ganz gerne das Bürstchen vorher angucken. Mit Maybelline, glaube ich, und L'Oreal, oder nur Maybelline ist es, die haben das ganz gut geregelt. Die haben die halt so aufgestellt, ne, die Bürstchen, da kann man sich die wenigstens angucken, aber Essence hat das irgendwie nicht. Die haben halt nur so Bilder in Zeichentrickform, sage ich mal, so Comic Art, also man kann halt nicht viel erkennen, ne? Und das finde ich halt immer doof. Ich meine, Essence Mascaras kosten jetzt nicht die Welt, ne? Aber trotzdem hätte ich ganz gerne, aber naja, gut. Leben ist kein Wunschkonzert, ne? Ja, ich führe den Satz jetzt mal nicht weiter an dieser Stelle. Mach mal weiter mit der Mascara und ich sehe gerade, das Bürstchen ist mega fett. Ja, ich zeige euch das mal. Ich hoffe, ihr seht das. Ja, das ist richtig dick, ne? Aber, wie gesagt, sie wurde mir empfohlen. Und ich bin gespannt, wie die ist. Also diejenige, die mir die empfohlen hat, die hat gesagt, die ist super, muss unbedingt testen. Und ich suche ja immer noch nach einer Waterproof Mascara. Gerade wenn es so heiß ist, heute ist es nicht so heiß, ne? Da ist es eigentlich relativ kühl. Aber hoffentlich wird es ja ein bisschen wärmer noch. Wir haben ja noch nicht mal Sommer. Und von daher hoffe ich einfach mal, ja, dass die noch zum Einsatz kommen wird. Und ich ärgere mich immer noch über dieses Love-Produkt. Verdammt, Kacke. Sorry, man soll nicht fluchen vor der Kamera, aber... Ah! Das kann auch wieder nur mir passieren, so was, ne? Ja, gut, Mädels. Der Haul ist zu Ende. Ich ärgere mich jetzt noch eine Runde hinter der Kamera. Über meine eigene Doofheit. Ja. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn ich ein bisschen geflucht habe. Wie gesagt, die Produkte, die neuen, die ich habe, die werde ich testen. Auch diese Mascara, ne, werde ich euch auch testen. Vielleicht poste ich euch davon auch mal bei Instagram was. Oder vielleicht, wenn ich es richtig geil finde, auch in den Storys, dass ich euch sage, hier, ne, die müsst ihr unbedingt haben. Dann ja, lasse ich euch das auf jeden Fall wissen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, ne, Däumchen nach oben nicht vergessen. Da freue ich mich immer drüber. Und falls ihr mich noch nicht kennen solltet, dann könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Das könnt ihr gleich hier tun, glaube ich, oder hier. Egal, auf einen von den beiden, wo meine Visage da aufleuchtet gleich. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Mädels. Macht es euch fein und wir sehen uns. Tschüss!